Wir müssen übrigens in 5 Schlägen, also respektive 4 Schlägen, fertig sein. Ach du, bei noch ausstehenden 5 Bahnen. Ja, also du könntest das noch schaffen. Theoretisch. Du musst dir nur ein bisschen Mühe geben. Das wäre ein verdammt weiter Schlag in dem Fall. Da wow. Bräuchte so sehr viel Rückenwind, glaube ich. Mhm. Wobei, ein bisschen ist ja da. Ja, aber ich glaube nicht genug. Nope. Oh, ein sehr schöner Anfang. Ja, aus. Wie man es nimmt. Aus. Nein. Was? Ach, normal ist, ja. Wenn der Herr Hering schlägt, dann ist das kein richtig. Aus. Dann ist das tiefes Ruff. Ja. Das Ruff. Ruff, ja. Total Ruff. Das ist ein schönes Wort, finde ich. Ruff. Ruff, ruff, ruff. Klingt wie ein Hundelaut. Ruff, ruff. Flieg. Nicht dahin. Doch. Ja. Halte an. Schade. Raff. Raff, raff. So. Bist sogar näher dran gewesen. Ich muss mal lernen, meinen Arm gerade zu halten. Wetten, ich schlag jetzt voll gegen den Baum. Oder auch nicht. Oh. Naja. Ist das ein Par-5-Kurs? Scheint so. Ja. Ich verziehe den komplett. Ich schwinge immer so über meine Schulter weg. Ganz, ganz seltsam. Nee, ein neues Vogelei gefunden. Sehr schön. Ist das graue? Ist das graue da vorne? Was ist das? Ich hätte jetzt Wasser gesagt. Echt? Jo. Kannst du ja mal testen. Hm. Du wolltest das Ei nur zurück ins Nest. Genau. Pump genau ins Vogelnest. Blub. Hier, dein Kind. Voll im Vogel einen Kopf. Angeblich. Ja, nur voll. Aber... Du hast recht, es ist Wasser. Ja, juhu, das freut mich herausgefunden zu haben. Gut, dass du mich gewarnt hast. Nee, nee. Hat dein Schläger gerade im Boden gesteckt? Das scheint so. Ich finde das schon in Ordnung. Hm. Na dann. Das war ein souveräner Schlag. Natürlich wird er noch nicht aufgehalten. Zum Glück ist da hinten ein Sandbunker. Die Blätter waren noch dünn, die waren kaum vorhanden. So. Nur ja. Übers Wasser. Daran hast du ja Übung. Wir sind alle sehr gespannt. Jetzt wollte er auf jeden Fall übers Wasser kommen. Man hat es in seinen Augen gesehen. Ich hab die Webcam an, verdammt. Ja. Ach, ich sehe jetzt erst, dass da unter dem Gamepad, wenn du den Ball geschlagen hast, so ein Krater übrig bleibt. Echt? Wo du das Gras mit rausgeschlagen hast. Ist ja voll realistisch. Nö. Düb, 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 düb. Ich bin zufrieden. Oh, das ist eine Position, mit der man leben kann. So. Jetzt versuchen wir erstmal hier rauszukommen. Ganz anders. Was ja nicht so schwer sein sollte. Na, rausgekommen bist jo. Du. Das jetzt näher ist doch 2 Yards. Blub, blub, blub. Der war gar nicht so doof bei der... Senkung. Ja. Aber keine Sorge. Im Putten bin ich gut. Putt mir nur nicht meinen Ball weg. Aber es geht wahrscheinlich gar nicht. So wie beim Billard. Ah, es gibt's nicht. Boah. Ich glaube, das ist das Beste bisher, oder? Nee, ich hatte einmal einen normalen Boogie. Und ich war stolz. Der doppelte Boogie.
okay. Auch ein Doppelboogie. Mhm. Langsam haben wir unser Niveau erreicht. Sehr ausgeglichenes Match. Zwei über Paar. Ja, kann man mit leben. Welche Freaks bauen denn überall so ihre Teiche hier? Weiß ich nicht. Guck mal, das ist eine Ente. Ich schieße sie ab. Voll an den Kopf. Push. Ja, vielleicht kann man die jetzt so als Brücke benutzen. Ich habe bei den Achievements gelesen, es soll irgendwo auf dem Golfplatz ein verstecktes Areal geben oder so. Wenn man da den Golfball hinschlagen würde, dann würde man eben diese Achievement bekommen. Cool. Wer weiß, wo dieses Areal ist? Na, wir werden es wahrscheinlich finden. Wir schlagen eh in jede Hinsicht. Wahrscheinlich, ja. Kompletter Zufall dann, aber naja. Oh Gott. Ja, ich bin gut darin. Ja. Da links ist die Sonne schöner. Ich hab keine Ahnung, wo ich gelandet bin, aber wird schon passen. Nur ein bisschen im tiefen Gras. So. Ah ja. Ja. Voll in seinen Baum. Herrlich. So, da muss ich mir ein bisschen locker machen hier, das geht ja gar nicht an. Ich war doch mal ein echter toller Profi-Mustersportspieler, Sportler. Das Einzige, was ich mal gespielt habe, ist Minigolf. Das ist toll. Wie man es halt nimmt. Ja. Minigolf war ich eigentlich nie so schlecht. Ist voll anspruchsvoll. Das stimmt. Mit diesen ganzen komischen Wippen und Hindernissen und... Mein Lieblings, Loch war da immer so ein Netz, wo du einfach mit Gewalt so eine Rampe hochschießen musst. Mhm. Ich erinnere mich gerade daran. Da war ich, glaube ich, 7 oder so. Da war die Gruppe vor uns an diesem Loch und einer hat geschlagen und der einen Frau die Gruppe weiter. Du kannst dir vorstellen. Den Ball voll an den Kopf. Das ist böse, darüber lacht man nicht. Nein, das ist eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen. Was will ich? Hat die Frau eine Platzwunde, oder? Nee, sie hat irgendwas Beleidigendes gesagt und ist dann weitergegangen. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr wehgetan hat. Im Jahr darauf war dann ein Netz dahinter. Achso. Aber auch ein bisschen gedauert, bis sie darauf kam. Mhm. Ja, noch ein bisschen, wenn ich liegen darf, noch ein bisschen. Es wird wahrscheinlich noch mehr Kunden so gegangen sein. Das sah einfach toll aus, war das richtige Wort. Ich glaube, das war eher so ein kleines, hyperaktives Kind, das unbedingt den Ball da reinhauen wollte. Und holt aus wie sonst was. Das war schön. Ich mehr als anderer Mensch. Ja, herrlich, darin kann man sich stundenlang laben. Ui! Und dann spielt er so einen Ball. Dann sogar noch mit der Stange. Da denke ich mir noch, Aber eigentlich hätte ich das schon mit dem ersten Schlag schaffen müssen. Der war wieder viel zu weich. Naja. Oh! Höchststrafe. Eieiei. Diese Peinlichkeit. Das ist hart. Wow. Das war fast zu fest. Jetzt ist unentschieden. Richtig. Oh, oh, oh. Wir haben noch 3 Löcher, ne? Mhm. Das wird jetzt echt knapp. Und wir legen erst 9 drüber. Ja, 9 überhaupt. Yay. Ist ja okay. Ey, diese ganzen Bäume. Das sollte mein Golfschläger erstmal zur Axt umfunktionieren. Mhm. Anscheinend haben sie auch aus dem Weltall so ein paar Laserstrahlen geschossen, damit da rechts das Wii U steht. Meinst du, das ist das geheime Areal? Aber ich kann mir vorstellen, dass da echte Profis das Wii U mitbenutzen. Ja, würde ich auch sagen. Bist du ein echter Profi? Weiß ich nicht. Ah, es ist so verlockend. Aber ich werde sowieso nicht treffen. Aber egal, ich probier's mal. Hm.
Es geht voll ins Wasser. Oh, das geheime Areal. Yay! Achievement freigeschaltet. Du hast das geheime Areal gefunden. Und er spielt jetzt natürlich auf Sicherheit. Voll die Mimose. Ja, wenn du mir so eine Riesenchance gibst. Das wäre voll lustig gewesen, wenn er trotzdem das Wasser getroffen hätte. Hab ich auch gedacht. Oh, ja. Dann hol das erstmal auf. Ja. Mach ich dann mal, ne? Nein. So, Schlag 300. Solid shot. Das will ich noch nicht so früh rufen. Na doch, war ganz gut. Ja. Kann man so stehen lassen. Da hast du deinen Schlag von ihm aber echt weggemacht. Schöner gerade Schlag. Also annähernd gerade. Hat mich auch überrascht. War auch echt gut. Gesehen. Ja, siehst du, so langsam kommt man echt rein. Ja. Gegenseitiges Hochpushen durch Topleistung. Entweder das oder wir haben verdammtes Glück. Das wird nichts, oder? Ich fürchte mich auch. Vor allem bei dem Wind. Oh, das ist sehr souverän. Ja. Doch. Zumindest in deiner Nähe. Ist halt schade, dass ich den einen Schlag am Anfang versammelt habe. Okay, dafür den voll verzogen. Herrlich. Ist halt nicht so einfach, ne? Ja, doch. Du hast sehr viel Rückenwind. Ja, ich habe ein bisschen schwach geschlagen. Ein bisschen. Zeichen, dass ich trotzdem näher bin als du. Lass gut sein. Plups. Immerhin schon mal auf dem Grün. Dort kannst du locker reinputten. Ist ja nur 24 Meter. Boah. Und zum Glück habe ich auch noch so viele Schläge. Yay! Wow. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass er voll drüber geht. Ich eigentlich auch. Interessant. Das Spiel ist überaus nett. Das war eine coole Kamerafahrt. Ja, hatte was. Bist du immer noch näher dran. Ja, gut. Ne? Jo. Absolut. Nutzt mir nur leider trotzdem nichts, glaube ich. Weil das ist ein neunter Schlag. Na, dann versuch den mal reinzumachen. Oh. Ah, Schnu. Ah, verdammt. Gesundheit. Und fühlst du dich jetzt gut? Ja, doch. Obwohl du weißt, dass ich gewonnen hätte, wenn ich den Schlag am Anfang nicht gemacht hätte. Jo. Okay. Wollte ich nur mal hören. Ja, das ist okay. So. Ja, da habe ich... Ja, ob er das noch hinbekommt. Da habe ich wieder drei Schläge vergeigt, aber... Aber? Das sind noch zwei Löcher. Da hast du recht. Und wenn ich das hier schon sehe... Dann hast du gar keinen Bock mehr. Krieg ich's kotzen. Drei Schläge.
Wenn du den so schlägst, geht er voll in die Tanne. Ja. Ja, der war wieder dreckig. Das ging gar nicht. Erstmal tauchen. Das wäre auch eine schöne Disziplin, weißt du? So für nebenbei. Mhm. Nach Golfbällen tauchen. Das klingt traumhaft. Ich finde auch. Können wir eine Simulation draus machen. Der war leider gut. Doch nicht. Klatsch! Oh. Ich meine, Nintendo hat schon mit Endless Ocean angefangen, also. Pff. Hier gibt's bestimmt zahlreiche Fischarten und so in diesem Teich. So, Heringe. Voll lustig. Nein, das war wieder zu kurz. Eieiei. Plutsch. Der war verdammt tief da. Drum wäre so eine Tauchsimulation umso netter. Oh, oh. Meinst du, der ist jetzt? Nee. Im Wasser, ja. Verstehe ich nicht. Ich kann noch weiter nach... Also, na gut, okay. Ich habe das Gefühl, es entscheidet sich im letzten Loch. Meinst du? Jo. Auch der müsste eigentlich wieder ganz gut sein, laut Karte. Ja. So oder so ähnlich. Schön. Warum darf ich jetzt die ganze Zeit schlagen? Ich frag's mich auch, habe ich irgendwas Tolles gemacht gerade? Die sind mal zu fest. Zu viele Schläge. Toll. So, du bist. Hm? Ah, du darfst natürlich da. Hm. Ja klar, ist auch fair. Genau. Ja. Ach so, und jetzt darfst du wahrscheinlich auch von dem Punkt aus, oder? Weil er da aufgesetzt ist. Direkt vorm Loch, natürlich. Nee, doch nicht. Nein. Okay. Ich verstehe es nicht. Seltsam. Golf hat da eine seltsame Logik. Jetzt lochst du dir noch einen oder was? Krieg ich ja zu viel. Wie viele Schläge habe ich noch? Ein? Zwei. Kein Problem. Jabada. Zu viele Schläge. Ach so. Oh. Wenn du jetzt den genialsten aller Schläge auspackst, könnte es klappen. Naja, Paar 5. Also theoretisch möglich ist es. Mhm. Bin ja echt mal gespannt. Ich auch. Aber viel Hoffnung machen wir jetzt nicht. So, jetzt kommt der große Meister. Er stellt sich hin, er holt auch so und der knallt das Ding einfach weg. Yay! Mit viel Spinnen an Bäumen vorbei. Schön! Ja! Yay! Ich war eigentlich ganz zufrieden mit dem Schlag. Ja, kann ich verstehen. Wäre ich auch. Der ist nicht ins Haus geflogen. War ein bisschen kurz, oder? Ein bisschen. Aber trotzdem. Das wäre aber auch sehr schön gerade. Ja. Also, jetzt nochmal hier beim letzten Loch, ne? Da kann man sich nochmal ein bisschen Mühe geben. Ja, vor allem, wenn man 3 Punkte hinten liegt. So, den kann ich jetzt so spielen. Boah, das Ende sieht ja mies aus. So weit war ich noch nicht. Lass mir meine Träume und Hoffnung. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Na. Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt wird das jetzt gut. Und ich bin gespannt. Danach halt nicht mehr. Mhm. Oh, das dürfte zu weit sein. Herrlich. Könnte das schon die Entscheidung gewesen sein? Ich fürchte. Fürchte dich nicht. Obwohl ich scheine ja jetzt irgendwo weiter vorne dann spielen zu dürfen. Hm. Wenn du jetzt wieder dran bist. Sehr viel Gegenwind, ne?
Ob das aufgeht. Ja. Obwohl. Wow. Kein Stück so geplant, aber erfolgreich. Wenn er jetzt noch gerade gekommen wäre. Wo stehe ich denn jetzt? Achso, hier. Und ziemlich viel Gewalt und dann. Nicht mehr gar so viel Gewalt. Ja, doch. Aber trotzdem ins Wasser hätte er nicht fliegen dürfen. Scheiße. Mhm. Ja. Passt schon. Um eine Sandburg bauen. Müsste es eigentlich im übernächsten Schlag reinkommen und ich müsste verkacken, wenn ich das richtig gesehen habe. Das wird sehr spannend. Ja, ich glaube auch. Wie auch immer ich da jetzt auf den Fairway gekommen bin. Aber, ne. Rand des Grüns. Hm. Dann doch mal ein. Das ist meine leichteste Übung. Ist das Loch da zu sehen oder ist die Flagge irgendwie falsch positioniert? Das war nur ein. Der Schatten eines Vogels. So. Der auf der, der, in der Luft Stelle schwebte, ja. Und runter. Mhm. Hätte vielleicht da noch nicht drücken sollen. Ach was. Na komm, komm schon. Ich. Hallo? Ah, jetzt beim letzten Loch wird er nochmal nervös. Ja, irgendwas macht gerade meine Fernbedienung nicht so. Wenn ich B drücke, schlägt er automatisch. Hallo? Okay, wenn er jetzt natürlich die 30 Sekunden erreicht. Flop. Das Ding wollte nicht mehr. Was soll das? Oh, oh, oh. Na? Okay, Wiimote, was soll das? Ja, ja, schieb's mal auf die Wiimote. Das Ding will gerade absolut nicht mehr. Jetzt so halb, ja, schön. Das bewegt sich von selbst nach vorne, der Schläger. Ey, das ist eine Verarsche gerade. Kann man das nicht mehr nachkalibrieren so zwischendurch? Gar nicht. Warum? Ja, weil online kann ich eine halbe Stunde warten, bis du nachkalibriert hast. Wenn ich auf mein Gamepad gucke, bewegt sich der Schläger von selbst nach vorne. Tja. Ist ein schönes Gefühl. Ah. Zu viele Schläge. Und die eine habe ich noch. Wenn du den jetzt getroffen hättest, ne? Mann, wäre das schön gewesen. Den hätten sie mir wohl gönnen können. Ei, ei. Yay. Wenigstens eingelocht. Oh. Wenn ich den jetzt nicht treffen würde und du den eben getroffen hättest, wär's unentschieden gewesen. Schlag 10. Boah, hab ich's drauf. Ja, so oder so ähnlich, ne? Dass wir überhaupt Plus kriegen, ist krass. Plus 35, plus 11. Komm, dafür, dass ich zwei Schläge... Ach, egal. Okay. Rekord plus 3. Das ist der Rekord, echt? Das wundert mich auch. Wow. So, entweder ist Golf nicht so beliebt, oder... Wahrscheinlich bricht die Verbindung zu oft ab, weil jemand nichts macht. Das kann sehr gut sein. Ich stelle mir das ein bisschen anstrengend vor, so ein neuen Loch mit einem, mit einem unbekannten Typen zu spielen. Oh ja. Wow. So. Das war mal ein Match. Jo. Auch ein gutes Ende, also.
Kann man nicht meckern. Ein gutes Ende würde ich mal bezweifeln wollen, aber... Na doch. Gut, ja, das war Wii Sports Club. In einer lustigen kleinen Vorstellung von Try und mir. Ja. Ist immer noch nicht die 10 Euro pro Disziplin wert. Nein, aber... Aber Spaß macht es schon so für zwischendurch. Oh. Nur Geld bezahlen dafür ist halt doof. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil. Ja. Ich glaube, hätte jede Sportart 2 Euro gekostet, hätte ich das vielleicht sogar geholt. So zwischendurch ist das bestimmt nicht schlecht, aber... Nein. Nein, Nintendo, nein. Böses Nintendo, böses. Pfui und aus. Aber die Gratis-Version haben wir trotzdem dankbar entgegengenommen. Recht. So, okay. Dann soll es das an der Stelle einfach mal gewesen sein. Wir suchen uns bald mal ein anderes Spiel und dann ziehe ich Try voll ab. Golf Tour Pro? Nein. Oh. Nie wieder Golf. Okay. Bowling. Bowling können wir machen. Bowling Tour Pro. Richtig. Alles klar. So, ich war der Herringbay. Ich bin der Try. Und ich sage an der Stelle jetzt einfach mal Tschüss mit Ö. Adieu. Und bis bald. Tschö. Ciao.